Da ist der Ton. Heute Mahlzeit. Wir legen nochmal los. Äh, heute Tag der Duette. Wir haben äh, SFC Energy mit Neil in eine neue Kooperation. Wir haben Jinko Solar mit einer neuen Kooperation. Die Wacker Chemie auch gut zu Gesicht steht. Dann haben wir zurose und Shop Apotheke. Habe ich eben da alles schon mal gesagt. Ne? Aber hat keiner gehört. Ne? So jetzt ist der Ton da dann haben wir den dax wir gucken gerade drauf ich habe es schon gesagt wir sehen es er kommt äh, nicht so richtig aus dem quark aber wir haben immer noch leichte unruhen geopolitische probleme in kabul und äh, afghanistan und wie wir sehen die machtübernahme durch die taliban ging schneller als gedacht. Dann haben wir natürlich die Delta-Variante. Das kommt wiederum heute, wenn man so ein bisschen drauf guckt, äh, Moderna und BioNTech zugute. Hier wird ja für heiß diskutiert: kommt die Auffrischungsimpfung oder nicht? Hat wir gestern schon angesprochen, wird immer wahrscheinlicher. Dann haben wir die Fragen von gestern, die wir uns heute nochmal genauer angucken. Und wir gucken auf Tencent Music. Die sind gestern ganz schön abgerauscht. Aber wie gesagt, der DAX, wir sind auf hohem Niveau. Wir sehen, wir treten auf der Stelle. Wir haben zurzeit uneinheitliche Signale. Wir haben äh, zum Beispiel gestern gesehen, die Wall Street im Minus nach der Rekordjagd der vergangenen Woche eigentlich auch ganz normal, dass man hier mal durchschnauft, aber dann werden immer viele Gründe gesucht, warum. Ich finde es auch ganz normal, dass mal Anleger ihre Gewinne mitnehmen. Dann haben wir gesehen. Äh, Asiatischen Börsen dann heute wieder leicht im Plus. Normalerweise war es die letzten Tage umgekehrt. Die US-Börsen waren im Plus, die asiatischen Börsen waren im Minus und der DAX steht in der Mitte und tritt so ein wenig auf der Stelle. Aber 15.923 Punkte ist kein Beinbruch. Wir haben das Allzeithoch nach wie vor im Blick und solange jetzt keine größere Abwärtsbewegung kommt, ist erstmal noch alles gut. Wo wir beim Thema größere Abwärtsbewegungen sind. Tencent Music gestern. Wir sehen es. Es ging kräftig nach unten. 12,33 Prozent. Das ist äh, ja ein wenig überraschend. Denn so schlecht, wie man jetzt auf den ersten Blick meinen könnte, waren die Zahlen noch gar nicht. Wir sehen heute auch eine leichte Gegenbewegung. Wenn es um den Gewinn je Aktie geht, da hat man genau die Erwartungen getroffen. Beim Umsatz, da hat es ein wenig gehapert. Da haben wir äh, acht. 0,01 Milliarden Yuan äh, gemeldet und 8,13 sind erwartet worden. Wir rechnen es mal in Dollar um, da wären es dann 1,24 Milliarden Dollar, die man vermeldet hat als Umsatz und erwartet waren 1,26. Also das ist jetzt auch nicht der extreme Beinbruch, Auch die anderen Zahlen. Passen alle und das Ergebnis: je Aktie mit 10 Cent war so erwartet worden und entsprach den Entwartungen. Und dann sehen wir trotzdem, rauscht die Aktie jetzt hier 12,33% nach unten. Ein weiteres Beispiel dafür, dass man eben nicht mit China-Aktien jetzt äh, vorsichtig sein muss. Auch hier vielleicht kommen wieder Regularien dabei. Also, obwohl die Zahlen gar nicht so schnell, schlecht waren, haben es einige zum Ausstieg genutzt. Und wir sehen es aber heute. Vorbörslich haben wir eine leichte Gegenbewegung. Also auch hier tut sich nicht so viel. Nach wie vor gilt die Devise China-Aktien muss man nicht unbedingt im Depot haben. Nvidia gestern auch unter Druck. Heute gibt es die Zahlen, die werden mit Spannung erwartet. Vorbörslich sehen wir, ist schon wieder ein wenig mehr Musik drin. Leicht im Plus. Trotzdem, ich würde jetzt vor den Zahlen nicht einsteigen, ich würde die Zahlen abwarten und danach gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sind Rücksetzer immer mal wieder eine Gelegenheit. Wir haben jetzt hier noch einen gesehen, den würde ich aber jetzt unbedingt vor den Zahlen heute oder so noch nicht aus, äh, noch ausnutzen, sondern auf morgen warten. Kleine Ausnahme, wenn es um chinesische Aktien geht, Gili jetzt, die haben trotz Chipmangel, haben, halten sie an ihren Absatzzielen fest, wollen neue Modelle auf äh, den Markt bringen. Wir sehen es, der Ausblick ist nicht so schlecht und äh, Aktie legt leicht zu. Die zieht ja nicht immer so mit, äh, so ähnlich wie NIO oder Build Your Dreams oder Speng, die ja, äh, ja ein bisschen volatiler, auch ein bisschen schneller nach oben, nach unten gehen. Gili. Heute die Aussagen nicht so schlecht, aber wir sehen es. Ich würde da jetzt auch noch nicht hinterher springen. Also Abwarten bei China-Aktien China würde ich weiterhin vorsichtig bleiben. Und Vorsicht ist auch langsam äh, bei Volkswagen geboten. Wir sehen es, wir sind unter die Marke hier von 200 Euro gefallen, damit äh, brennt so leicht schartechnisch erstmal was an. Äh, die Marke sollte wirklich schnell wieder zurückerobert werden. Sonst kann es tatsächlich nochmal runtergehen bis 175 äh, Euro. Wir haben ein paar Problemchen jetzt gesehen, obwohl die Zahlen ja sehr gut waren, äh, sind die Absatzzahlen, die vergangenen Freitag kamen, äh, nicht ganz so gut gewesen. Und wir sehen, seitdem äh, leidet die Aktie auch äh, nicht schlecht und es geht runter. Also, hier muss man langsam überlegen, je nachdem, wo man eingestiegen ist. Ich bin mit der Depot noch leicht im Plus, aber wir nähern uns auch so langsam äh, dem Einstiegszeitpunkt. Äh, auf lange Sicht würde mir das jetzt nichts ausmachen, kurzfristig gesehen. Wenn ich ein kurzfristiger Trader bin, würde ich schon ein wenig jetzt darauf achten, wie es sich um die 200-Euro-Marke verhält. Heute ist auch noch äh, Autogipfel mit der Kanzlerin. Abwarten. Vielleicht kommt da ja noch was raus, Richtung Elektromobilität, neue Förderprogramme oder wie man das Ganze noch ankurbeln kann. Vielleicht gibt es ja jetzt hier positive Nachrichten, die die Aktie relativ schnell wieder über die Marke von 200 Euro zurücktreiben könnten. Dann haben wir die Tops und Flops. Wir sehen es: Delivery Hero heute mal wieder vorne, RWE, Siemens Energy, E.ON und Merck eigentlich immer. Zwei bis drei der üblichen Verdächtigen, die Versorger und Merck. Delivery Hero erholt sich wieder ein wenig, hat ja zuletzt auch wieder stark gelitten und wir sehen es: Autobauer Adidas nach wie vor auf dem absteigenden Ast. Dann Heidelberg Zement, ein bisschen unverständlich, aber auch die Aktie ist ja zuletzt hervorragend gelaufen. Scheinen einige jetzt wieder die Gewinne mitzunehmen und Daimler, die Probleme bei den Autobauern habe ich angesprochen. Auf dem chinesischen Markt haben wir das, den zweiten Monat ja in Folge den Rückgang, einen Rückgang bei den Absätzen gesehen. Wacker Chemie, die haben heute mal äh, richtig einen rausgehauen. Die Aktie war schon ein Stück weiter im Plus. Und zwar gibt es eine Kooperation, besser gesagt eine Bestellung von Jinko Solar. Die ordern äh, 70.000 Tonnen Polysilizium bis 2026. Sollen die geliefert werden, damit man das Ganze mal in der Größenordnung auch einschätzen kann. Äh, Wacker hat jährlich eine Produktion von 80.000 Tonnen äh, Polysilizium. Also fast quasi eine komplette. Jahresproduktion hat jetzt hier Wacker Chemie auf die kommenden, äh, nicht Wacker Chemie, Jinko Solar auf die kommenden fünf Jahre bestellt. Das ist gut, das kommt heute gut an. Wir sehen es. Auch die Aktie ist jetzt wieder auf dem Weg Richtung 150 Euro. Bei 140 hat jetzt hier alles gehalten. Hervorragend. Der Auftrag heute verleiht neuen Schwung und deswegen läuft alles hervorragend. Ich habe mein Programm nicht an, ich kann keine Linien zeichnen. Das ist ja echt. Äh Ungünstig. Ne? Da gucken wir nochmal, ob wir das hier ankriegen. Dann können wir auch wieder alles genau einzeichnen. Das ist äh, unvorteilhaft, wenn man das hier nicht so darstellen kann. Ne? Also, da sind wir wieder zu Hause und können wieder drauf gucken. Also, hier haben wir dann die Marke, die gehalten hat. Da sehen wir es. Und jetzt ist natürlich die nächste Marke, die ins Visier rücken kann. Die 150, wo es weiter nach oben gehen kann. Also absolut gut. Auch Wacker Chemie, wenn man sich das Ganze anguckt, obwohl die Aktie schon jetzt sehr gut gelaufen ist. Auch nicht zu teuer, wenn wir uns den KGV angucken und alles. Also hier passt alles. Höhere Kurse durchaus möglich. Beruhigung, kurz nochmal abwarten und dann kann man sich die Aktie durchaus auf die Watchlist oder ins Depot holen. Bei Jinko Solar, ihr wisst, ich bin kein so großer Freund von der Aktie. Wir sehen es, äh, Montag hat es noch kräftig auf äh, die Mütze gegeben, da ging es wieder bergab. Die Volatilität in der Aktie ist weiterhin hoch. Der neue, äh, die neue Bestellung hat aber jetzt auch, hier wollte ich es ändern vorbörslich für viel Bewegung gesorgt. Wir sehen es: 6, fast 7% geht es nach oben. Wenn wir uns das Ganze jetzt charttechnisch angucken, dann haben wir da, natürlich, wenn wir uns diese Range hier angucken, in der wir uns zuletzt befunden haben, sieht das Ganze natürlich für Zocker und <laughs> für Leute, die chinesische Aktien jetzt in dem Moment nicht so viel Angst haben wie manch anderer, obwohl ich auch nicht gerade so zu rat. natürlich gut aus, dass die Aktie jetzt genau hier an diesem Punkt dreht und sich wieder in dieser Range hier Richtung 60 US-Dollar nach oben bewegt kann durchaus sein, wenn man wirklich äh, Mut zum Risiko hat, kann man jetzt äh, darauf setzen, wenn man vielleicht die heutigen, den heutigen Kurssprung schon ausgenutzt hat oder wartet, bis sich das Ganze wieder ein wenig beruhigt hat. Aber hier muss man natürlich auch immer wieder damit rechnen, äh, dass es Rückschläge geben kann, die vielleicht auch nicht vom Konzern selbst ausgelöst werden, sondern ähm, durch andere Dinge. Also von daher, es ist riskant, aber wenn wir uns das Charttechnisch hier so angucken, könnte es durchaus was werden, aber mit hohem Risiko. Ne? Hohe Performance erfordert immer ein hohes Risiko. Wacker Chemie nochmal, hier habe ich auch noch vielleicht vergessen zu sagen, man hatte ja eigentlich angenommen, weil die USA ja ein Importverbot aus Chiang. Xinjiang äh, verhängt haben, äh, wegen der äh, Menschenrechtsverletzung, da das Wacker Chemie natürlich einer der großen Profiteure ist, äh, die jetzt große Bestellungen auch aus den USA bekommen. Die sind aber so in der Form noch nicht eingegangen. Wenn die jetzt auch noch kommen mit äh, Jinko Solar, dass die bestellen, hatte eigentlich so gar keiner auf der Rechnung. Das ist eigentlich auch etwas die größere Überraschung. Hello Fresh, heute eine. Äh, eine der Aktien, wir sehen es hier oben, der Befreiungsschlag ist geglückt, man geht nochmal raus. Äh, gab ja auch schon Anfang der Woche den einen oder anderen positiven Analystenkommentar und jetzt hat die Aktie wirklich hier, ist sie nochmal rausgebrochen, geht auf ein neues Allzeithoch, was so gesehen auch nochmal wieder ein Kaufsignal wäre. Ähm Kursziele, die aktuell von den Analysten rumgereicht werden, liegen noch ein gutes Stück höher. Wir haben viele schon gesehen, die jetzt sagen, die Aktie wird locker dreistellig. Dann kommt noch hinzu, dass wir im September die Neuordnung im DAX sehen und da ist HelloFresh nach dem Run, den wir jetzt hier sehen, natürlich auch ein heißer Kandidat, dass er in den oder dass die Aktie in den DAX aufgenommen wird, was natürlich für noch mehr Popularität sorgen würde. Also dass ich Hello Fresh gut finde, muss ich nicht sagen. Und äh, nee, hier ist auch mal so eine Stelle, wo ich mich ärgere. Ne? Ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen und Monaten ich äh, für Hello Fresh trommel, aber kann mir leider selber nicht erklären, warum ich sie nicht ins Musterdepot geholt habe. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Shop Apotheke geht heute auch wieder ein Stück nach oben. Wir sehen es. Man dreht hier oder man hat gedreht in Ruhe bei 125 Euro hat die Aktie aufgesetzt. Man profitiert von den Zahlen von Zurose. Da kann man manchmal sehen, wie es denn ist. Wenn wir ziemlich gleich die Aktie von Zurose angucken, dann sehen wir läuft nicht so gut. Ich bin ja ausgestoppt worden. Wir hatten äh, Probleme in den Lieferketten und alles. Wir haben die Prognosesenkung gesehen und wir sehen die Aktie ist natürlich von ihrem Hoch hier. Das ist natürlich äh, extrem zurückgekommen. Das ist schon ein ganzer Schluck aus der Pulle, den wir hier gesehen haben. Jetzt ist heute 2,61 im Plus, weil Zurose zumindest weiter wächst, gute Umsatzzahlen präsentiert hat, aber unterm Strich haben, äh, hat Zurose äh, den Verlust auch deutlich ausgebaut. Äh, und das kommt heute dann wiederum nicht so gut an, obwohl man ansonsten beim Umsatz weiter schön wächst, aber man opfert halt eben. Ähm den Gewinn zugunsten der ganzen anderen Transformationen, die man im Konzern vorgenommen hat. Und auch hier sind wir natürlich bei 350 in so einer ganz entscheidenden Ecke für die Aktie, bei 350 Schweizer Franken. Wenn das jetzt in den nächsten Tagen nicht halten sollte, dann kann es durchaus weiter runtergehen. Dann ist ungefähr, könnte hier nochmal so ein kleiner Halt sein oder hier in dem Bereich. Also wir sehen schon, charttechnisch könnte das Ganze, wenn die Anleger die Zahlen jetzt noch weiter schlecht auffassen, äh, ja, nicht ins Auge gehen, aber auch nicht so gut ausgehen für Anleger, die jetzt noch investiert sind. Trotzdem, wenn man sich das Ganze für die Zukunft anguckt, finde ich, haben die Aktien nach wie vor Luft nach oben. Ähm auch wenn jetzt hier der Gewinn natürlich nicht gepasst hat oder der Verlust deutlich ausgeweitet wurde, auch bei der Shop-Apotheke. Die Problemchen, die man hatte, die können behoben werden. Ähm, Zur Rose hat auch einen neuen Fahrplan ausgegeben mit den Zahlen, wie es weitergeht. Ab Oktober startet bundesweit äh, dann tatsächlich das E-Rezept in einer Testphase und ab dem ersten 22 ab dem kommenden Jahr wird es dann eingeführt zu der Testphase, die im Oktober schon startet. Bringt zurose auch, wir wissen, ist ja die Mutter von Doc Morris, bringt Doc Morris eine neue App auf den Markt, mit der man quasi direkt das Rezept scannen kann. Und dann ist es im Grunde genommen auch schon bestellt und unterwegs. Also auch hier schläft man nicht, wenn das E-Rezept kommt, dürften sich die Aussichten für zurose und für Shop-Apotheke dann tatsächlich wieder aufhellen und wir sehen es, Shop Apotheke hier bei 125, habe ich ja gerade schon mal gezeigt. Vielleicht jetzt dann doch noch mal eine gute Aussicht für die Zukunft und wenn bei zur Rose die 350 hält, ja, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auf die Shop Apotheke setzen und dann müssen wir mal gucken. Ein Tag vor den Zahlen geht die Aktie von NEL nochmal nach oben und zwar 5,05%. Wir hatten uns das gestern ja hier schon alles in Ruhe angeguckt und festgestellt, dass wir im schlimmsten Falle, wenn es sein könnte, auch nochmal auf 1 Euro abrutschen. Die neue Kooperation mit SFC Energy ist natürlich jetzt erstmal gut und bremst den freien Fall, den wir sehen, vorläufig heute. Wir wissen, morgen kommen die Zahlen und da, wenn da was nicht passt, kann die ganze Sache auch schon wieder anders aussehen. Aktuell ist es eine gute Kooperation, die hier an den Start gebracht worden ist. Ähm, man wird kooperieren und das weltweit erste integrierte Elektrolyseur und Wasserstoff Brennstoffzellen System für industrielle Märkte auf den Markt bringen. Hier sehen wir die Nachricht. Kann sich ja jeder noch mal in Ruhe auf der Seite von SFC, Ener FF, SFC Energy angucken. Ähm, damit erklärt man quasi, hier unten steht es auch nochmal, äh, dem Dieselgeneratoren den Krieg oder hat ihr aus eingeläutet. Also von daher ähm, ist es eine gute Sache, die Nachricht ist gut, kommt auch heute bei SFC deutlich besser an. Wir sehen es, hier ist die Aktie schon 11% im Plus und hier ist die Frage, ob wir dann damit jetzt über die 30 Euro drüber kommen. Sollte das tatsächlich der Fall sein? Dann, wenn wir uns den langfristigen Chart angucken. Könnte wir noch nochmal auf ein neues Allzeithoch rausgehen. Aber die Bewertung ist bei SFC auch schon relativ stramm. Aber natürlich heute eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht auch für die Zukunft. Also, Einführung der ersten Produkte soll zweites Halbjahr 2022 sein. Also, nächstes Jahr, zweites Halbjahr. Müssen wir echt mal abwarten. Aber natürlich beflügelt das heute. Und da kann man sich natürlich auch nicht dagegen stemmen. BVB, 1,69% im Plus. Der Plan, den ich gestern hatte, äh, ist ein wenig an den Außenverteidigern, glaube ich, von Borussia Dortmund gescheitert. Äh, Bayern gewinnt den Supercup 3-1. Ich hatte eigentlich gedacht, die Aktie ist heute im Minus. Ist sie aber nicht, sondern äh, wir sehen es, sie ist 1,69% im Plus. Und damit haben wir nach wie vor äh, die interessante charttechnische Ausgangslage, äh, was passiert, wenn die Aktie über die Marke von 7, Euro geht. Die andere Frage ist eher, was muss passieren, damit die Aktie über 7 Euro geht. Naja, in der Bundesliga hat man zumindest aktuell äh, zwei Punkte Vorsprung und ist glaube ich Tabellenzweiter oder Dritt, Dritter, weiß ich. Ähm, von daher, ein Sieg am Wochenende und äh, weiter da oben äh, könnte durchaus alles wieder beflügeln. Wir haben auch wieder Zuschauer gesehen und alles, wir wissen ja, 3G oder 2G, die in Stadien dürfen, ist die Frage mit der Kapazität und alles. Aber chartechnisch. Ähm, hat es jetzt nichts ausgemacht, die Niederlage gestern. Wir sehen es: Aktie im Plus. Also, wer sie hat, kann ruhig jetzt noch dabei bleiben und auf diesen Ausbruch spekulieren. Ansonsten muss der Depot heute äh, leicht im Plus mal wieder. Wir sehen es: keine größeren Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Läuft eigentlich alles so ganz solide. Kann noch ein bisschen so weitergehen. Ne? Dann kommen wir zu den Fragen von gestern: Engine, wir sehen es hier, ist in der. Seitwärtsbewegung, die Zahlen äh, sind durchwachsen, sind insgesamt nicht ganz so gut angekommen, aber auch hier, wenn wir uns die Range angucken, in der sich die Aktie bewegt, sind wir ungefähr so in der Mitte, wo man sagen kann, okay, erst hier brennt richtig was an, wenn wir hier wieder rübergehen aus dem Kurs, dann äh, haben wir wieder Feuer drin. Und wir sind irgendwo so in der Mitte. Aktuell scheint sich der Kurs wieder ein wenig zu fangen. Wie gesagt, die Zahlen waren jetzt nicht extrem gut, waren aber auch nicht extrem schlecht. Die lagen so in der Mitte. Sie sind trotzdem nicht angekommen für mich. Aktuell, Engine, wenn man sie hat, eine gute Halteposition, aber auch keine Aktie, die sich momentan so richtig aufdrängt. Wenn wir uns das Ganze angucken mit dem KGV von 23, ist Amgen jetzt auch nicht extrem hoch bewertet. Dividendenrendite von rund 3% geschätzt alles. Also geht, ist jetzt nichts Übertriebenes. Auch nicht mehr als absolute Schnäppchen, wenn wir uns die Schätzung angucken. Aber trotzdem gute Halteposition eben. Mehr müsste ich da nicht machen. Calera, da würde ich aktuell... Äh nicht rangehen. Also da muss ich sagen, es hört sich durchaus interessant an. Da kann man tatsächlich sagen, wenn wir uns das angucken, wo bin ich denn? Hier wollte ich hin, das ist auch grün. Deswegen sind wir dahin. Ähm, hier sehen, könnt ihr euch mal angucken, was Calera macht. Äh, ja, Anbau von äh, grünen Gemüse, quasi äh, ökologisch wertvoll alles gemacht. Hört sich auch gar nicht so schlecht an, ist mit Sicherheit auch... Äh, gar nicht mal so schlecht, aber wenn wir uns dann äh, in äh, die Halbjahresbericht jetzt hier äh, reinarbeiten, dann äh, sehen wir schon, äh, dass es noch äh, hapert und äh, hier alleine ähm Zweiten Quartal, wenn wir uns das angucken, Operating Loss, da sehen wir, dass er von fast 2 auf 7,1 hier nach oben gegangen ist, Millionen, und äh, damit sich in etwa verdreifacht hat und ähnlich sieht es dann auch aus für die ersten sechs Monate. Klar muss hier noch investiert werden und alles, aber... Äh, Hört sich jetzt nicht ganz so schlecht an. 3 Euro sind wir jetzt auch schon wieder runter. Also von daher würde ich aktuell die Finger von der Aktie lassen. Müsste ich nicht haben. Gleiches gilt für CompuGen. Ähm, der Sp Chart spricht eigentlich aktuell Bände. Ähm, hier kommt auch die Frage: Kommt es auf die Frage dran, Hält jetzt, wo findet die Aktie ihren Boden? Aktuell kann man das, glaube ich, noch nicht so richtig sagen. Ähm, die Zahlen waren auch nicht so. Gut, und hier sehen wir, wenn wir das als Unterstützung nehmen, sind wir da jetzt schon drunter. Und in dieser langfristige Abwärtstrend hier, der ist wirklich immer noch intakt. Und. so Also ich würde da vorerst auch die Finger von lassen. Alle, wenn ich sie noch hätte, würde ich sie eventuell behalten und auf. Ja, aber insgesamt habe ich jetzt wirklich nichts gefunden, wo ich sage, selbst die kann ich immer noch halten. Also ähnlich, ich würde sie. Aktuell auch nicht anfassen. Und äh, ja, auch wenn ich die Aktie selber im Musterdepot hatte, aktuell muss ich sagen, äh, gilt das gleiche auch für WUSIX. Wir hatten die Woche auch schon mal drüber gesprochen, wenn wir uns das Ganze angucken. Ähm, die Zahlen sind auch letzte Woche gekommen. Man hat den Verlust ausgeweitet. Äh, Ingenieursbrillen laufen aktuell nicht so gut. Wir sind unter die 15 gegangen. Wir gehen jetzt hier äh, in dem Bereich, gehen wir auch wahrscheinlich noch drunter. Also Richtung 10. Dollar, ich wäre hier nach wie vor vorsichtig, würde jetzt hier noch nicht äh, angreifen. Es sieht ein wenig aus wie der Griff ins fallende Messer. Also von daher, auch bei Wusix gilt erstmal die Devise, so gut ich die Produkte finde und alles. Ich würde aktuell nicht rangehen. Umgekehrter Fall ist dann, dann bei Hoch-Tief. Da wurde gestern auch nochmal nachgefragt, ähm, Infrastrukturpaket in den USA. Äh, man ist natürlich in dem ganzen verworrenen <laughs> Kreis, wo man jetzt äh, guckt, wenn man sich den Streubesitz anguckt, es sind viele dran beteiligt. Aber was ich ganz äh, gut finde, ist, oder was nicht nur ganz gut ist, sondern was äh, eigentlich gut ist, hier sehen wir es, äh, ich wollte den Kreis haben, aber <laughs> da mache ich so, so, wird auch ein Kreis draus. Ähm, KGV geschätzt von 10, um die 10 ist mit Sicherheit damit eine der günstigsten Infrastrukturaktien, die man äh, aktuell ergattern kann. Ähm, klar ist es immer noch ein bisschen verworren, wenn man sich das Profil anguckt, äh, wer jetzt äh, alles äh, dabei ist und wie da die Verstrickungen sind. Es gibt viele Beteiligungen und alles. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, äh, Streubesitz eben nur 26,7 Prozent. Von daher. Äh, Trotzdem, ich finde hochtief ist gut. Äh, wir sehen es auch hier, 70 Euro äh, ist so eine Marke. Da gehen wir gerade wahrscheinlich jetzt nochmal richtig drüber. Also wenn wir da drüber gehen, dann können wir tatsächlich auch äh, die Range bis 80 auf 12 Monate, sogar eher glaube ich noch ein wenig kürzer, äh, ausfüllen. Passen die Zahlen in dem Bereich noch, können wir durchaus sagen, dass die Aktie wieder in, auf 12 bis 18 Monate vielleicht sogar die Höhen von hier angreifen kann und dann reden wir halt schon fast von ähm, 90 und wenn es da drüber geht, dann haben wir hier auch noch mal ein kleines Also unterm Strich, die Aussichten für hoch und tief finde ich gut. Wer die Aktie hat, sollte sie auf jeden Fall behalten, wer sie noch nicht hat, sollte sie sich in Ruhe angucken. Aussichten finde ich gut. So, dann kommen wir zu The Trade Desk. Auch hier haben wir gute Zahlen gesehen. Aktie ist danach auch wieder ganz gut angezogen. Online-Werbedienstvermarkter und alles. Wir sehen es, wir sind wieder um die 80 Euro. Nettoergebnis fast verdoppelt. Aber es ist, man muss ein kleines Aber mit dabei haben. Zunächst muss es hier jetzt nochmal positiv ausgehen, um die 80 US-Dollar, damit es weiter nach oben gehen kann. Und dann hat man immer noch die, die großen Konzerne im Nacken wie Apple, wie. Google, die ja alle was machen wollen, dass diese gezielte Online-Werbung ein wenig eingeschränkt wird. So ganz uneigennütz ist es natürlich nicht. Trotzdem, äh, aktuell würde ich hier abwarten, wie das Spielchen erstmal um die 80 Euro ausgeht. Denn auf der anderen Seite, so, vielleicht finde ich ja jetzt mal den Kreis. <laughs> jetzt, äh, muss ich schon sagen, KGV geschätzt von 204. Ist auch nicht ohne. Ne? Da darf äh, auch nicht viel passieren. Wie gesagt, aktuell sind die Wachstumsraten da. Die Wachstumsraten sind auch gut, wenn wir gucken. Ich habe es ja gesagt, Nettoergebnis in etwa fast verdoppelt im zweiten Quartal. Trotzdem muss man hier ein wenig vorsichtig sein. Äh, Aktie, wie wir dann da drüber sehen, äh, nur leicht profitabel. Aber da darf wirklich nicht viel passieren und die Wachstumsraten müssen so weitergehen. Also ist hoch riskant. Wir wissen ja, wer hoch. Äh, Fliegt, kann auch äh, tief fallen. Also von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich wäre auf dem Niveau jetzt hier nach den Zahlen, würde ich tatsächlich abwarten, eben wie das Spielchen hier um die 80 Dollar ausgeht. Wir sehen es, das ist eigentlich ganz entscheidend. Hier und da würde ich tatsächlich warten, bis das entschieden ist, in welche Richtung es hier geht. Dann De Free kam auch gestern die Frage. Auch hier sehen wir, dass wir äh, charttechnisch angeschlagen sind. Jetzt habe ich schon wieder mein Ding hier weggemacht, zugeklickt. Aus Versehen, meine Herren, das kann doch nicht sein. Heute ist der Wurm drin. So, wenn wir weiter gucken. De Free, auch hier ähm, haben wir die wichtige Marke. Äh, die ist bei 50 Schweizer Franken gewesen und damit kämpfen wir und aktuell sind wir so ein wenig, wenn wir uns das hier angucken immer noch so auf dem absteigenden Ast. Und äh, ich würde da nicht reingehen. Ich habe mir jetzt die Zahlen angeguckt und äh, wenn wir uns das im ersten Halbjahr angucken, hat man einen Umsatz von 1,18 Milliarden Schweizer Franken. Das ist immer noch 72 Prozent hinter vor Corona, also vor Krisenniveau. Klar, wenn man Duty-Free-Shops und alles betreibt und am Flughafen nicht viel los ist, dann setzt man auch nicht viel um. Das ist klar. Auch wenn sich das Ganze ein wenig erholt, ist immer noch die Frage, wie viel kaufen dann wirklich jetzt noch ein. Und aktuell finde ich geben die Zahlen jetzt ja klar schon eine kleine Verbesserung her, wenn man es sich anguckt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist zumindest der Ver Verlust von 903 Millionen Schweizer Franken auf 499 äh, Millionen zurückgegangen. Das ist schon auch äh, gut. Das zeigt oder zeigt, dass man sich, äh, dass man spart. Aber ähm, hier ist es halt eben immer so. Was ich nicht so gut finde und was man aber auch natürlich in der aktuellen Lage ein wenig auch berücksichtigen muss. Aber wenn die Verbesserung wirklich nur durch Sparoptionen oder durch Sparen zustande kommt, dann ist es ja auch irgendwo nicht nachhaltig. Wenn jetzt Umsatz noch dazu steigt und alles und das ins Gesamtbild passt, dann kann man schon sagen: Ja, okay, Sparmaßnahmen sind gut. Aber hier ist ja wirklich aktuell nur durch die Sparmaßnahmen der Umsatz reduziert worden. Und mir ist das im Augenblick zu wenig, um jetzt zu sagen: Wow. Toll, äh, könnte aufwärts gehen. Glaube ich aktuell erstmal nicht. Ich würde auch hier die Finger von der Aktie lassen. Wenn ich sie hätte, ähm, würde ich einen Stockkurs einziehen, der knapp jetzt unter dem Niveau hier liegt. Ähm, wenn sich das Ganze nicht aufhält und wenn die Delta-Variante nochmal mehr ins Spiel kommt, dann ist ein Absacken, äh, wenn wir hier unter, diesen, äh, unter dieses Tief fallen. Und dann muss. Wo wir ja schon drunter sind, so also fast. Wenn wir da jetzt tatsächlich drunter fallen, dann können nächste halt 40 Schweizer Franken. Also das ist schon nochmal was da. Und wie gesagt, ich würde die Finger davon lassen. Letzter Wert von gestern Imatics. Die entwickeln, uh, Entwicklung und Herstellung von T-Zellen-basierten Immuntherapien gegen verschiedene Krebsformen sind bis 2023 uh, auch uh, durchfinanziert, aber alles noch sehr früh in der Entwicklung. Wenn wir uns das Ganze hier angucken, kann man auf der Seite bei Ihnen schön uh, die Produktpipeline sehen und. Uh, man kann hier man, wenn man zugreift und darauf setzt dass wirklich da was äh, rauskommt wir sehen man hat mit Bristol Myers rips oder mit äh, Glaxo Klein schon den ein oder anderen größeren Partner hier an der Seite das ist äh, nicht schlecht aber wir sind auch noch in sehr frühen Phasen wo man äh, noch nicht alles genauso abschätzen kann deswegen ist der Kurs auch äh, eher pendelt hier um die 12 US Dollar wie wir sehen ähm, wenn man sagt, okay, ich finde das aussichtsreich und alles, was die machen, dann haben wir mit Sicherheit um die 12 Euro hier nochmal eine ganz gute Einstiegsposition, wo jetzt nichts angebrannt ist. Aber da muss man sich schon noch Geduld mitbringen und vielleicht gucken, wenn jetzt hier Fortschritte kommen. Kann man machen, aber ist schon auch riskant. Also hier würde ich dann, wenn überhaupt, nur erstmal eine kleine Position machen und mal gucken, wie die sich entwickelt. Und jetzt gucken wir mal, wie sich Vanessa entwickelt hat. Vanessa, Vanessa wie hast du dich entwickelt? Ja, ich habe mich wunderbar entwickelt. <laughs> Der äh, Franz hat geschrieben, ob du mal was zu Rio Tinto sagen kannst. So aus dem Stehgreif nicht. Gestern hatten wir BHP mit guten Zahlen, aber Rio Tinto habe ich mir auch. Äh ja, ist ein Wert für morgen. Okay, dann machen wir weiter mit der Frage von der Marianne. Jetzt hast du natürlich schon so viele Fragen beantwortet, dass da jetzt nur noch äh, ein paar speziellere Werte übrig bleiben. Marianne fragt nach Givaudan. Sollte man dort jetzt noch einsteigen? Ich guck mal auf den Chart. Givaudan, ähm, Duftstoffhersteller, Konkurrent quasi von Simreis, wo es ja auch ganz gut äh, läuft. Ähm, der Schwitz, wieder ein Schwitze-Wert, Da wollte ich auf die 2 drücken, dann können wir uns das zusammen angucken. Ähm, KGV, wir sehen es hier unten, fast 50, aber Gimondon, die Geschäfte laufen gut, klar, ist alles hervorragend. Wenn wir uns den Chart angucken, sehen wir hier, ist schon wieder gut. Äh, läuft, klar, hat. Ich glaube, die läuft auch weiter. Bislang muss man ja wirklich sehen, äh, auch hier, wenn man muss sich das hier angucken, äh, zum Jahresbeginn des 20. Jahrhunderts Folge die Dividende erhöht. Wir sehen sie ähnlich wie bei Simreis. Duftstoffe und alles nach wie vor und Aromenstoffen äh, sehr gut gefragt. Ich wüsste nur nicht, ob ich jetzt auf dem Niveau da oben jetzt noch hinterher springen müsste. Direkt so. Ich äh, würde erstmal. Äh, eine Beruhigung abwarten und äh, gucken, dass ich vielleicht nochmal um die 4.500, dass ich mich da auf die Lauer lege. Gülden wir natürlich ein Rücksetzer zwischen 4.500 und 4.000. Ähm, wie wir es hier schon mal gesehen haben, sehen, haben wir auch gesehen, vor dem letzten steilen Anstieg ging es dann von 4.000 wieder auf 3.500 runter. Sollte hier dieser Knick jetzt nochmal kommen, würde ich den ausnutzen. Aber jetzt aktuell, oben hier auf dem hohen Niveau, würde ich da nicht reingehen. Aber war jetzt gerade schon eine gefragt, weil wir gerade in der Schweiz sind. Ich habe heute mit nur einem Auge, wollte ich selber nochmal drauf gucken, habe ich aber irgendwie vergessen, äh, heute gute Zahlen aus vom anderen Schweizer Welt gesehen, den ich mir angucken wollte. Äh, und da sehen wir es auch, die Zahlen. 3,4 äh, EMI. Milchprodukte läuft auch gut. Ja, aber jetzt auch müssen wir nicht mehr hinterher springen. Auch hier gilt, äh, glaube ich auch, dass es weiterläuft. Äh, aber hier gilt wieder mal so einen kleinen Rücksetzer abwarten. Und dann kann man sich auch gerne, wenn man Milchprodukte mag und das von Emi schmeckt ja auch alles nicht so schlecht, ähm, kann man sich die Aktie durchaus angucken. Wir sehen es hier, immer mal wieder begleitet von größeren Rücksetzern. Also wenn hier nochmal so ein Ding kommt, dann könnte man auch bei Emi sagen: äh, Alles klar, da können wir drauf gucken. Jetzt habe ich noch einen Bonuswert geliefert. So, Vanessa, jetzt bist du wieder dran. Bravo, dann kommt jetzt noch der, äh, die Frage vom Neo. Neo fragt nach Morphosis, ob man da jetzt wieder ein Türchen, nee, ein Füßchen in die Tür stellen könnte. Die Aktie war zuletzt nicht so auf dem Vormarsch, ne? aber jetzt... Äh, hm. Ja, ich finde Morphosis nicht schlecht, aber wenn sich gegen den Markt zu stellen, stemmen, war ja äh, bekanntlich... Noch nie eine gute Idee. Ne? Wenn wir uns die fünf Tage angucken, könnte man schon wieder ein wenig äh, so gesehen, äh, wäre es dann nicht so schlecht, aber wenn wir uns den Jahreschart angucken, sieht der natürlich ein wenig gruselig aus. Ne? Aber es könnte durchaus sein, wir halten uns jetzt hier schon zumindest äh, seit Anfang, Ende Juli, Anfang August in dem Bereich hier unten auf. Ähm, für ein kleines Füßchen, sage ich jetzt mal, äh, würde das schon ein wenig reichen, aber Risiko ist wirklich immer noch da. Ähm, also, ein kleines Füßchen wäre okay, aber es müsste wirklich erstmal vielleicht mal so den dicken Zeh äh, rausgucken lassen. Aber das war es dann auch erstmal. Eine weitere Beruhigung. Wenn wir dann wieder runde Marken knacken, über die 50 gehen, dann kann man ja äh, die nächsten 10 hinterherziehen. Also, äh, nach wie vor immer noch riskant, aber auch nicht eine der schlechtesten Ideen. Dann hat die Taschi hier gerade noch geschrieben, dass du eigentlich auch heute noch auf Modern Plant-Based Food schauen wolltest. Wollte ich das? das stimmt, jetzt. Äh, äh, was jetzt, wo sagt. <laughs> jetzt, wo die Tasche gesagt. sagt. Jetzt, wo die Tasche es sagt. Aber äh, ich schaue hier nochmal auf meinen Zettel. Ich habe mir gestern extra alles aufgeschrieben. Aber äh, hm, da steht drauf: Engine, Calera, Computing, Wusix, Hochtief, Trade Desk, DeFree und Ematics. Ähm. Tatsächlich, steht hier auf dem anderen Zettel. Habe ich nicht überschrieben. Äh, ja. Asche auf mein Taschi. und äh, Entschuldigung, aber wird morgen nachgereicht. Der Apfelkäfer fragt hier jetzt gerade, ob Mahlzeit jetzt immer um 14 Uhr ist. Nee, 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 Mahlzeit bleibt nee. eigentlich um 13 Uhr. Außer andere sagen, es ist von der Zeit besser. Aber nein, ähm, 13 Uhr ist eigentlich ganz gut. Nee, es waren jetzt nur zwei Ausnahmen heute. Und äh, morgen sind wir wieder um 13 Uhr am Start. Der Und Rainer das... hat hier jetzt... Ach, sorry. Voll ja, bitte. Nein, ich wollte mich eigentlich nur verabschieden, aber wenn du jetzt den Reinhard reinholst, dann gucken wir, was er sagt. Ja, den Reinhardt machen wir jetzt noch. Der Reiner, der schreibt nämlich Indexzertifikate oder lieber Einzelwerte aus dem entsprechenden Index Vor- oder Nachteile. In steigenden... Ähm Phasen oder in steigenden Marktphasen, so wie jetzt, geht gegen Indexzertifikate oder ETFs, äh, spricht nicht viel. Die, wenn, solange der gesamte Index, auf den man setzt, steigt, äh, partizipiert man halt daran. Ist die Frage, nehme ich mir ein Zertifikat mit Hebel oder nehme ich eine 1 zu 1 Beteiligung? Auf jeden Fall ist natürlich der Vorteil, dass hier das Risiko breiter gestreut ist. Klar, wir sehen es. Ähm, wenn ich auf einen einzelnen Wert setze, dann muss ich mir halt eben. Äh, den, den Topic äh, raussuchen oder versuchen immer den Topic äh, aus dem äh, Index zu schlagen oder zu finden und auch im Depot zu haben. Das ist natürlich äh, riskanter. Ähm, in steigenden Märkten, finde ich, sieht man nicht so viele Nachteile. Wir hatten ja auch äh, äh, schon im 2020 oder auch Ende 2019 äh, die, die, die Frage: Braucht man einen Stockpicker überhaupt noch, wenn er, als der ETF-Boom so riesengroß war? Und äh, macht es dann noch Sinn. Auf der anderen Seite ist klar, der Reiz, der Spaß, die Aktie zu finden, die besser läuft als der Markt oder sonst was, ist immer da und macht auch immer Spaß. Ist aber natürlich auf der anderen Seite der Nachteil, dass das Risiko auch ein wenig größer ist, wenn man falsch liegt. Auf jeden Fall ist es eine Sache, die ich aufteilen würde, je nachdem, wie vertraut ich mit dem Aktienmarkt bin, ob ich mich jetzt als Frischling bezeichne oder als Hartgesottenen Zocker. Auf jeden Fall schadet es nicht und ist auf jeden Fall auch immer zu empfehlen, einen Teil des Depots, wenn man das aufbaut, in, in ETFs oder in Indexzertifikate reinzulegen. Da hat man das Risiko am breitesten, oder am breitesten gestreut. Das ist eine Position, wenn die Märkte wachsen. Wir sehen ja in Nasdaq oder so, die liegen ja auch schon wieder 12, 13, 14 Prozent seit Jahresanfang im Plus. Der DAX ähnlich in dem Bereich. Und wenn ich ein Depot nur mit einzelnen Werten habe, dann ist es schon wirklich, wie sieht man ja auch mein Musterdepot, das ist wirklich schon äh, schwer, da das zu toppen. Also wir, das ist ja für uns immer die Benchmark, wo wir dann immer sagen, ja klar, wir wollen äh, mit unserem Musterdepot besser sein als der DAX. Aktuell äh, geht es auch noch, aber ähm, wir haben natürlich auch immer Risiko drin und ich habe auch viel getauscht und alles ähm, klar. Äh, von daher, die schwierigere Variante ist auf jeden Fall äh, Einzelwerte. Ähm, man muss damit äh, vertraut sein, dass man nicht immer äh, nur ein güldenes Händchen hat. Beim ETF ist halt eben breiter gestreut. Wenn ich einen ETF offen äh, zum Beispiel MDAX habe, dann ist es halt äh, nicht so schlimm, wenn walter mal eben äh, wie jetzt die letzten beiden Tage äh, in, so kräftig einknickt, weil die anderen Werte, die steigen, äh, die machen das dann wieder wett. Auf der anderen Seite bin ich dann heute nicht äh, so richtig mit dabei, wenn Wacker oder irgendwas anderes anzieht. Ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile und es ist eine Geschmackssache. Auf jeden Fall muss man sagen, ein ETF ist von der, vom Risiko her, ja, es gibt eben auch kein Investment ohne Risiko, aber vielleicht noch so, das ist dann so wie bei äh, früher bei den Zigaretten: die haben äh, nur 0,01 oder Nikotin oder äh, Zigarette-Light. Light, äh, rauchen, egal was da drin ist oder irgendwas, ist, ist immer ungesund und das so, ähnlich ist es mit Aktien, ob ETF oder auch irgendwas anderes, ist es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Jetzt kann man immer viel darüber streiten, ist es ein konservatives Investment, ist, es ein, ist ein ausgewogenes Investment oder ist es spekulativ? Ja, jeder freut sich über einen Verdoppler im Depot mit dem ETF. Braucht man dafür deutlich länger mit einer einzelnen Aktie, vielleicht nicht. Das ist halt der Reiz, aber insgesamt, ja, muss man schon sagen, ja, ist jetzt fast ein Plädoyer für ETFs, ja. Aber ähm, kann man schon haben, sollte man haben, sollte auch ein fester Bestandteil im Depot sein. Okay, dann äh, würde ich sagen, gleich um 17 Uhr freue ich mich schon wieder auf euch, denn da geht es weiter mit Charles Martin. Und äh, alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, könnt ihr dann da natürlich auch stellen. <laughs> Und ähm, ja, ich freue mich auf 17 Uhr. ist doch super. Ihr, genau. Alle, ja. Kann ich auch Fragen stellen, wenn der Martin da ist? Ja klar, jeder. Bis herzlich okay. willkommen. Dann komme ich auch vorbei und stelle dem Martin ein paar Fragen. Also macht's gut, bis morgen.